Schönen guten Morgen. Ja, wir leiten Tag 2 in Rom ein. Ja, es gibt mega viel zu entdecken. Ich freue mich, die Sonne scheint wieder. Und jetzt gehe ich erstmal auf die Suche nach einem Cappuccino oder einem Kaffee. Also kommt mal wieder mit. So, ich bin unterwegs, ihr Lieben. Ganz kurz, was heute passiert. Ich finde, man kann Rom ganz gut in 4 Teile einteilen. Und zwar das alte Rom, das Zentrum, der Norden Roms und Vatikan. Und heute will ich das Zentrum und den Norden erledigen, sozusagen. Ja, unter anderem heute mein Lieblingsbrunnen. Schade, dass diese Arena nicht mehr steht. Der Platz ist allerdings noch frei, da war in den letzten Tagen anscheinend auch ein Konzert. Ja, und wenn ihr ein bisschen was shoppen wollt in Rom, seid ihr auf jeden Fall zu Fuße der Spanischen Treppe, richtig? Die seht ihr hier im Hintergrund. Und alle Straßen außen rum sind eigentlich perfekt zum Shoppen, aber auch teuer. Ja, und man kann ja auch nicht an alles denken. So, und dann kleiner Tipp, die Spanische Treppe. Nicht runterlaufen, sondern einfach an der Straße oben an diesem Hügel sozusagen entlang. Weil von hier hat man echt den super Ausblick über Rom. Navona, ihr Lieben. Hier befinde ich mich, ich habe es jetzt direkt am Anfang gesagt, weil ich mich gerade 10-mal versprochen habe, ganz kurz zur Reisezeit in Rom. Also wenn ihr ein bisschen Hitze aushalten könnt, kann ich Juli wirklich sehr empfehlen. Nur habe ich mir sagen lassen, August auf keinen Fall. Im August sind die Römer alle raus aus der Stadt, alle an der Küste, am Strand und hier hat fast alles geschlossen. Also für den Juli Daumen hoch. Thank you.
Tipp zur Fontana di Trevi. Auf jeden Fall nachts herkommen, weil ihr seht, was hier tagsüber los ist. Darf auch nicht fehlen in Italien. Zurück ins Hostel. Jetzt kommt wieder ein Roller. Kleinen Moment. Okay, es kommen hier ständig Roller. Ist aber egal. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück ins Hostel. Und ja, ich lege mich dann relativ schnell schlafen. Versuche noch einen Vlog hochzuladen. Und das hier, dieser Tag und der morgen wird dann ein Vlog. Aber ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Bis gleich. Einen schönen guten Morgen. So, Tag Nummer 3 ist angebrochen. Ja, ich bin schon unterwegs. Das heißt schon, es ist glaube ich schon 11 Uhr. Ich habe ziemlich lange geschlafen. Frühstück ist auch am Start. Und ich gehe jetzt zum Hauptbahnhof Termini. Zum einen, weil ich Bus für morgen früh, weil ich schon um 6 Uhr los muss, suchen muss, ob es dann überhaupt schon gibt. Und ja, dann fahre ich mit der Metro. Ich bin bis jetzt alles gelaufen. Jetzt fahre ich einmal Metro, weil es geht heute in den Vatikan. Ja, jetzt hochreligiös heute. An der Vatikanstadt. Hier seht ihr schon die Mauern. Kurz zur Info, zwei Infos, was ich auslasse, und zwar die Museen und die Sixtinische Kapelle. Und da geht es hier hoch. Und sehr zu empfehlen, auf der rechten Seite gibt es sehr gutes Eis. Kurze Info, die Kuppe gibt es für 8 Euro zu Fuß. Oben gibt es auch was zu trinken, habe ich schon mal gemacht, ist echt schön. Ja, ansonsten ist der Eintritt frei. Lasst euch nicht von der Schlange abschrecken, das geht super schnell. Aber nicht vergessen, Knie und Schultern bedecken, wie immer bei solchen religiösen Geschichten.
So, ihr Lieben, ich habe mir mal ein ruhiges Plätzchen an der Tiber gesucht. Und ja, zieh mal Resümee von 3 Tagen Rom. Wahnsinn, Hammer. An Sehenswürdigkeiten und Geschichte nicht zu überbieten. 3 Tage reichen nicht, wenn ich ehrlich bin, wenn man das erste Mal da ist. Ja, man will bestimmt auch noch in ein oder anderes Museum und so weiter. Dann muss man wirklich so 4 bis 5 Tage einplanen. Ich war am Tag, ich würde schon sagen, ja, so 11 Stunden unterwegs, um alle Aufnahmen zu machen und alles zu sehen, was ich nochmal sehen wollte. Ja, absolut geil. Jetzt ist 17 Uhr, also ich gehe jetzt gleich zurück ins Hostel. Vorher wird noch was gegessen. Weg zurück dauert auch noch ein bisschen. Ja, weil um 6 Uhr stehe ich auf und um 8.55 Uhr geht dann der Flug zurück nach Berlin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann weiß ich, dass ihr auch wirklich mit dabei seid. Daumen hoch natürlich, nicht vergessen. Und was soll ich sagen? Mein nächster Vlog steht eigentlich auch schon fest. Der ist schon direkt nächstes Wochenende. Nur nach so viel Kultur hier in Rom gibt es eine andere Kultur, die Saufkultur. Gibt es einen ganz kleinen Vlog vom Melt Festival. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.